Hallo, ich hoffe, es geht euch gut. Und wo waren wir nochmal bei Jasper im Gepäck? Ah, Niklas und das Problem auf Füßen haben wir schon gelesen. So, das nächste Kapitel heißt, warum Annelie nicht zum Runden Turm mitkam. Okay, wahrscheinlich wegen Jesper. Wir füllen eine Schuhschachtel mit Heu und Möhren, damit er etwas Futter hat, falls wir ihn allein lassen müssen, sagt Annelie am nächsten Morgen, als sie die Schranktür geöffnet und Jasper guten Morgen gesagt hatte. Sie hatten alle ihre Kleider aus dem Wandschrank geholt, damit das Pferdchen nicht in der Dunkelheit davor erschrak und ihm für die Nacht den Plastikpapierkorb als Wassertrog hingestellt. Jasper schaute sie munter und gut ausgeschlafen unter seiner Miene hervor an. »Wie machen wir jetzt sauber?«, fragte Niklas und spähte in den Wandschrank hinein. Der Schrank sah aus wie ein Stall, eben aus, wie es aussieht, wenn ein Pferd eine Nacht darin verbracht hatte. Der Boden voll verstreuter Heu und Pferdeäpfeln. Annelie runzelte den Stirn. Wir müssen ein Besen mit Kehrschaufel auftreiben und ihn das Zeug ins Klo werfen, sagte sie. Bleib du so lange hier und unterhalte dich mit Jappi. Sie trat in den Korridor hinaus und sah sich nach einem Besen um. Die Zimmermädchen waren schon bei der Arbeit, aber die Besen benutzten sie nicht selbst. Entschuldigung, dürfte ich vielleicht die Kehrschaufel und den Besen kurz ausleihen? Du brauchst dein Zimmer doch nicht zu fegen. Das tue ich nachher, sagte das Zimmermädchen freundlich. Aber ich möchte es lieber selbst machen. Fegen ist nämlich mein Hobby, versuchte Annelie sie überzeugen. Von mir aus bitte sehr, aber bring die Sachen bald zurück. Ich habe noch viel zu tun. Annelie lief schnell mit dem Besen und der Kehrschaufel zurück und fegte den Schrank ordentlich aus, leerte den Papierkorb und stellte ihn umgedreht auf die Schaufel, damit niemand sehen konnte, was für eine Art Abfall sie hinaustrug. Das Zimmermädchen hielt sich noch im selben Zimmer auf, als Annelie mit gesenktem Kopf schnell an ihr vorbei in die Toilette schlüpfte. Sie spülte die Schaufel ab und rieb sie mit den Händen voll Papiertüchern trocken, bevor sie zurückkam. Ich habe gründlich sauber gemacht. Jetzt braucht niemand mehr bei uns aufzuräumen, teilte Annelie dem Zimmermädchen mit. Das wirkte nicht besonders dankbar und sagte mit keiner Miene, ob es nun vorhatte, es trotzdem sauber zu machen oder nicht. Annelie hoffte das Beste. Sie lief schnell zu Niklas zurück. Mach die Schranktür und alle Fenster weit auf. Zum Lüften. Hier drin darf es auf keinen Fall nach Pferd riechen, flüsterte sie. Niklas riss die Fenster auf und ließ die Sonne herein. Annelie führte Jasper ans Fenster, damit er frische Luft bekam. Jasper schnaubte begeistert und legte das Kinn auf die Fensterbank und atmete die Benzindämpfe der Autos ein. Schau mal, Jappi, dort hinten liegt der Lebensmittelladen, an dem wir gestern vorbeigegangen sind, sagte ihm Annelie ins rechte Ohr und deutete hinunter. Und dort drüben liegt der Bauernhof, wo wir morgen mit dem Zug abfahren werden, erklärte Niklas Jasper ins linke Ohr. Jasper nickte, als hätte er alles begriffen. Annelie warf zufällig einen Blick auf die Straße und entdeckte eine Dame mit
verwunderter Miene am gegenüberliegenden Fenster stand. »Vorsicht, da drüben steht eine Frau und guckt Chappie an«, flüsterte sie. Niklas zog Jaspers Kopf an der Miene herein und starrte grimmig zu der Dame hinüber. »Ich glotze sie so lange an, bis sie glaubt, sie hätte bloß einen Hund gesehen«, teilte er mit. Eine Liebe begann sich Sorge zu machen. »Ich glaube, wir können es nicht riskieren, ihn allein zu lassen. Am besten, ich bleib heute bei ihm.« Sie schob Jasper rückwärts in den Wandschrank zurück und kraulte ihm die Stirn. Da klopfte es an die Tür. Annelie schaffte es gerade noch, Jasper eine Möhre zuzustecken und die Schranktür zu schließen, bevor Niklas die Tür einen Spalt breit öffnete. Tante Tinne stand draußen. »Darf ich nicht reinkommen?« »Doch natürlich, bitte komm rein, liebe Tante. Ich wollte bloß vorher sehen, wer es ist. Schließlich kann man ja nicht jeden einfach reinlassen«, sagte Niklas und schob die Tür ein bisschen weiter auf. Tante Tinne war ausgebreitet mit Manteln und Handschuhen. »Ich will heute zum Runde Charm gehen. Rundem Turm. Nee, das ist hochinteressant, der Turm. Er wurde vor 300 Jahren erbaut. Oben auf dem Dach stehen ein Fernrohr, mit dem kann man die Sterne beobachten. Eigentlich kann man die Sterne doch überall sehen. Hauptsache ist es ringsum dunkel. Wenn man zum Beispiel unten in einem Brunnen hockt, wo kein Licht eindringen kann, kann man am helllichten Tag Sterne sehen. Davon habe ich noch nie gehört, sagte Tante Tinne höflich. Aber vielleicht stimmt es tatsächlich. Also ich würde lieber hier bleiben und ausprobieren, ob ich nicht vom Hotelzimmer die Sterne sehen kann, sagte Annelie. Ich könnte die Vorhänge zuziehen, damit es ganz dunkel wird, und dann hinten in einer Ecke sitzen und durch einen Spalt rauslinsen. Niklas war stumm vor Bewunderung. Er hätte es nie für möglich gehalten, dass Annelie eine so gute Ausrede vom Dableiben einfallen würde. »Das ist ja der helle Wahnsinn«, rief Tante Tinne. »Hier im Zimmer kann doch kein Mensch Sterne sehen. Und ganz allein es im Dunkeln zu kommen, ist doch alles andere als lustig. Selbstverständlich kommst du mit.« »Aber ich bin so müde«, sagte Annelie. »Meine Beine fühlen sich an, als würden sie abbrechen, und ich kann kaum noch stehen.« Sie ließ sich rasch aufs Bett sinken. Tante Tinne sah sie forschend an. »Du bist gestern natürlich viel zu weit gelaufen«, sagte sie nachdenklich. »Warum sagst du nicht gleich, was los ist? Du bist einfach erschöpft. Das ist doch klar, dass ich dich nicht durch die Gegend schleppen will, wenn es dir zu viel ist. Nein, nein, schlüpf lieber ins Bett und mach es dir gemütlich. Niklas und ich können zum runden Turm auch gut allein besichtigen.« »Also komm, Tante Tinne, gehen wir lieber gleich«, sagte Niklas sofort. »Wenn wir noch lange hier rumstehen, verschimmeln wir bloß.« Plötzlich drang aus dem Wandschrank ein dumpfes Klopfen. Jasper hatte soeben das Bein gewechselt und war damit der Hufe an die Tür gestoßen. Tante Tinne fuhr zusammen. »Was um alles Welt ist denn das für ein Geklopfe?« »Bestimmt bloß das Zimmermädchen, die rumst immer mit dem Staubsauger an die Wand«, erklärte Annelie erschrocken. »Das mache sie schon den ganzen Morgen.« »Schade, dass du nicht mitkommen kannst«, sagte Tante Tinne. »Ich habe vorgehabt, anschließend mit euch in Kongshafen im königlichen Park essen zu gehen. Der liegt geschickt in der Nähe. Ich kann hier im Bett essen. Sag einfach, sie sollen mir das Essen ins Zimmer bringen. Da muss ich nicht aufstehen. Es macht wirklich nichts, wenn ihr ohne mich im Kongshafen geht.« »Du bist ein tapferes Mädchen, Annelie. Na gut, dann machen wir das eben so. Bis nachher, lassen dir es gut gehen.« Niklas hielt Tante Tinne die Tür auf, damit sie möglichst schnell aus dem Zimmer kam, und Tante Tinne winkte Annelie noch einmal zu. Unten im Empfang blieb sie beim Portier lose stehen und bestellte ein Essen für Annelie. »Ach, übrigens möchte ich die Kinder bitten, nicht so laut zu stampfen und zu hüpfen, wenn sie im Zimmer sind«, sagte der Portier.
Die Gäste im darunterliegenden Zimmer haben sich schon beschwert. Es wäre besser, sie für ihr Pferdespiel draußen im Freien machen. Der Lärm kommt nicht von den Kindern, erklärte sie dann, sondern von dem Zimmermädchen, das draußen im Korridor mit dem Staubsauger herumrumst. Das habe ich vorhin selbst gehört. Aha, na dann entschuldigen Sie bitte, sagte der Portier. Ich muss den Wünschen der Gäste natürlich nachgehen, aber in diesem Fall habe ich mich ja vielleicht geirrt. Annelie sagte nichts, er wollte nichts wie raus und dachte voller Mitgefühl an Annelie, die jetzt ganz allein mit all den Zimmermädchen und Portiers fertig werden musste. Tante Tinne holte ihren Stadtplan heraus und suchte nach dem Runde Turm. Der Weg dorthin war nicht weit. Schon bald entdeckte Niklas den Turm, der über die Hausdächer ragte. Sie fanden den Eingang und Tante Tinne bezahlte den Eintritt. Von unten sah der Turm nicht besonders hoch aus, aber es dauerte doch einige Zeit, da oben zu kommen. Warum gibt es hier keine Treppe, bloß eine steile Spirale ganz nach oben? Ja, wirklich seltsam, sagte Tante Tinne. Sie holte ein kleines Heft über den Runde Tarn hervor, das sie am Eingang besorgt hatte, und las darin. Hier könnte man ja mit einem Rennauto rauffahren und mit Rollschuhen wieder runter, sagte Niklas, während er die steile, gepflasterte Spirale hinauftrabte. In dem Heft, hier steht eine Erklärung, sagte Tante Tinne. Der Zar Peter der Große ritt auf diesem Fern in den Turm hinauf, wenn er die Sterne durchs Fernrohr beobachten wollte. Und seine Frau kam im sechsspänigen Wagen hinterher. Wahrscheinlich fand sie es bequemer. Der Fahrstuhl war damals noch nicht richtig erfunden. Ist der ganze Turm etwa für Pferde gebaut? Rief Niklas aus. Das hätte ich wissen sollen. Was hättest du dann gemacht? Fragte Tante Tinne. Ein Pferd mitgebracht, das ich kenne, sagte Niklas. Tante Tinne lachte. Niklas wollte ihr schon sagen, das sei überhaupt nicht zu lachen, konnte es aber rechtzeitig noch verkneifen. Langsam stampften sie den steilen Aufstieg hinauf. Auf halbem Weg gab es eine kleine Kammer mit altmodischen Fernrohren und vielen seltsamen Dingen aus der Zeit von Chopra, den berühmten Astronomen. Niklas besah sich alles und dann stampften sie weiter. Oben angekommen durfte Niklas eine Münze ins Fernrohr stecken und es hin und her drehen, um sich das anzuschauen, was in ganz Kopenhagen am wichtigsten war. Also versuchte er, das Hotelzimmer zu finden, hinter dem Annelie sich befand, in der Wohnung sehen zu können, was sie mit Jasper anstellte. Doch das gelang ihm nicht. Auf dem Rückweg rannte er mit vollem Dampf nach unten. Dabei hielt er sich an der äußeren Wand, um die Kurven ordentlich auszunutzen und um das Tempo zu steigen fest. Tante Tinne dagegen folgte der Innenwand, wo die Spirale um sich selbst krümmte und legte daher eine viel kürzere Strecke zurück. So konnten sie in aller Ruhe nach unten spazieren. Während Niklas rannte wie verrückt und trotzdem nicht früher, als sie unten ankam. Erster am Geländer, schrie Niklas, als Tante Tinne am Ausgang stehen blieb, um eine Ansicht zu kaufen. Warte einen Moment, wir schicken deinen Eltern noch eine Karte, sagte Tante Tinne und schrieb. Ihr Lieben, Niklas und ich haben soeben den Runde Tarn erklommen. Wäre ich die Spirale nach oben wankte, dachte ich die ganze Zeit an das Häkelmuster für meinen letzten Topflappen. Dass mir nicht schwindelig wurde. Niklas wäre am liebsten auf einem Pferd hinaufgeritten, hatte aber dummerweise keins dabei. Ich wüsste zu gern, wo er das hätte hernehmen wollen. Jetzt müssen wir schnell
auf den Weg machen ins Hotel, wo Annelie sich gemütlich im Bett ausruht und heute Abend ins Tivoli gehen zu können. Grüße von uns allen, Tinne. Das war das, was Tante Tinne am Freitag glaubte. Sie steckte die Karte in den Maul eines roten Briefkastens und rief vergnügt: So, jetzt gehen wir ins Kongshafen und schauen das Stadtbild des großen Dichters Hans Christian Anders an. Du kennst doch das Märchen vom Feuerzeug, das er geschrieben hat. Darin kommen eine riesige Hunde vor, deren Augen so groß sind wie der runde Zahn. Steht Hans Christian Andersen draußen oder drinnen? Fragte Niklas. Draußen. Kongshafen, das bedeutet ja Garten des Königs. Es ist ein sehr hübscher Park. Wächst da auch Gras ringsum Hans Christian Andersen? Ich glaube schon. Hast du schon so großen Hunger, dass du Gras essen willst? Nein, ich nicht, sagte Niklas. Ich möchte lieber Annelie ein bisschen davon mitbringen. Sie liebt frisches grünes Gras über alles. Doch herrlich, das ist doch herrlich. Ganz bestimmt. So, und morgen lese ich euch Tivoli oder kein Tivoli. Aber eigentlich ist es ein Glück, weil da stand ja Tivoli oder kein Tivoli. Und wenn sie nicht ins Tivoli gehen müssen, ist es doch ein Glück wegen Jasper. Hoffentlich schaffen sie es noch bis nach Hause. Dann tschüss.